gibt auf der ganzen Welt 3333 Glücksfeen, so ungefähr. Und Pistazia war die allerbeste. Sie wohnte mit 23 anderen Feen unter dem Dachstuhl einer Kirche. Pistazia, sagte Tusnelda, es gibt Arbeit für dich. Auf der Leinwand erschien das Bild eines Jungen. Das ist Lukas Besenbein, erklärte Tusnelda. 6 Jahre alt, hat ständig schlechte Laune. Der Junge versteht nicht das Geringste von Glücklichsein. Schlimmer Fall, sagte Tusnelda. Braucht dringend ein paar Nachhilfestunden. Bin schon weg, rief Pistazia und flog los. Lukas Besenbein schlief, natürlich, es war ja schon nach Mitternacht. Pistazia glitt durch die Fensterscheibe, holte die Luft und pustete ihm ins Ohr. Erschrocken fuhr der Junge hoch. Hallihallo, flötete Pistazia. Hab gehört, du verstehst nichts vom Glücklichsein. Triefst nur so von schlechter Laune, was? Lukas blinzelte, aber es half nichts. Die dicke Fee war immer noch da. Guck nicht so dumm. Ich heiße Pistazia und bin eine Glücksfee. Mein Spezialgebiet sind Miesepeter, wie du einer bist. Wie wär's mit einem Lächeln zur Begrüßung? Es gibt keinen Grund, glücklich zu sein. Ach nein? Pistazia kicherte und streute dem Jungen eine Prise Feenstaub auf den Kopf. Glücklich sein macht Spaß. Das ist ein Grund, oder? Komm, Zeit für deine erste Lektion. Sie nahm Lukas bei der Hand und flog los, hinaus in die kühle Nacht. Pistazia setzte Lukas auf dem Dach fest ab. Zitternd hockte er da und wagte nicht, nach unten zu sehen. Na, gefällt's dir hier? Nein, was ist das für ein schrecklicher Traum? Traum? Blödsinn. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Du sollst das Glücklichsein lernen und ich hab nicht ewig Zeit. Also konzentrier dich. Wie geht es dir? Schrecklich, widerlich, scheißlich, mir ist schwindelig. Ich mache mir vor Angst fast in die Hose. Pistazia kicherte zufrieden. Gut, sehr gut. Dann schubste sie Lukas vom Dach, boxierte ihn zurück in sein Zimmer und ließ ihn über seinem Bett schweben. Möchtest du ins Bett? Ja! Da ließ Pistazia ihn abstürzen. Rums! Mitten aufs Bett. Seufzend wühlte er sich unter die Decke. Oh, es ist warm und weich und wunderbar. Erste Klasse, wunderbar. Glücklich? Weiß nicht. Na dann, bis morgen. Und? Bling, war die Fee verschwunden. Beim Frühstück saß Pistazia in seiner Tasse. Der Kakao war verschwunden. Wirklich schmackhaft, wisperte die Fee und leckte sich die Lippen. Ich wette, du bekommst diese Köstlichkeit jeden Morgen und trotzdem machst du schon wieder dein Miesepeter-Gesicht. Also gibt es jetzt Lektion 2. Und pling, war sie wieder verschwunden. Lukas, sagte Mama, du guckst so komisch. Kann ich noch Kakao haben? Brummte er. Mama goss ihm den Becher voll. Aber als er trinken wollte, war kein Tropfen mehr drin. Den ganzen Tag ging das so, egal was Lukas sich eingoss. Milch, Wasser, Saft, sein Glas blieb leer. Abends klebte ihm die Zunge am Gaumen. Am nächsten Morgen saß Pistazia wieder in seiner Tasse. Würde dich ein Schlückchen Kakao glücklich machen? Fragte sie. Ja, krächzte er. Da füllte sich der Becher mit duftendem Kakao. Na, glücklich? Wisperte es in sein Ohr. Mann, Mama, schmeckt der wunderbar, sagte Lukas und schenkte seiner Mutter das breiteste Lächeln, das sie je von ihm gesehen hatte. Na dann, bis morgen, sagte Pistazia und war schon verschwunden. Am nächsten Morgen lag Lukas im Bett, trank Kakao und genoss ein kleines Glücksgefühl. Oh, der Herr denkt wohl, er hat genug gelernt, was? Sagte Pistazia. Du gehst nicht gerne raus, was? Fragte sie und kniff Lukas in die Nase. Hüpfst nicht, springst nicht, gehst keinen Schritt zu schnell, oder? Na und, hüpfen ist albern. Aber albern macht glücklich. Blau, grün, gelb, rot macht glücklich, du Muffelkopf. Und sie spuckte ihm auf die Augen und verschwand. Bling. Die nächsten 3 Tage sah Lukas alles grau und seine Mundwinkel gingen miesepetrig nach unten. Es war abscheulich. Am 4. Tag saß Pistazia in seinem Schuh.
morgens, als er zur Schule musste. Los geht's, wisperte sie und pustete ihm in die Augen. Da hüpfte Lukas los. Er sprang über den Nachbarshund, er tanzte um Laternenpfähle und kletterte auf Bäume. Und die Welt war so grün und blau und rot und gelb, dass er vor Glück fast platzte. Na, wie fühlt es sich an, das Glück? Fragte Pistazia und flatterte um seine Nase. Es ist so dick wie du, rief Lukas. Es ist dick und frech und warm und weich und rot und blau und federleicht. Genau, rief Pistazia. Genau, er schmeckt wie Kakao. Und blink war sie verschwunden und kam nicht wieder.